Wie entsteht eigentlich ein Kartendeck? Egal ob Zauberkarten oder Pokémon-Sammelkarten. Bevor dieses Video losgeht, darüber rede ich später, wenn auch ihr von Katamundi, bei denen wir gleich bei der Produktion vorbeischauen werden, kostenlos von mir Copack 310 Karten gewinnen wollt, dann schaut euch unbedingt erstmal das gestrige Video an. Ich verlinke es euch in der Infokarte da oben. Mein 150.000 Abonnenten-Special. Ich habe Street Magic mit Erik und Hai gemacht. Vielen Dank für eure mega krasse Reaktion darauf. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Das ist das beste Street Magic Video in ganz Deutschland. Wie versprochen. Wirklich, ich verspreche nicht zu viel. Das ist das beste Street Magic Video überhaupt, Alter. Schaut es euch einfach an. Ergattert euch euer eigenes Copack 310 Deck. Die kommen erst diese Woche in Deutschland auf den Markt. Wartet noch ein paar Tage, dann kommen sie in den Just Card Store, Hashtag Werbung. Aber ihr könnt sie vorher schon kostenlos bei mir gewinnen. Und jetzt genug gelabert, viel Spaß mit diesem Video. Moin, liebe Freunde, willkommen zu diesem neuen Video. Heute die... ETF. Der Hai und ich fahren jetzt zusammen mit dem Olli, dem Dennis und dem Erik zu fünft nach Belgien, Katamundi. Wir schauen uns jetzt die Produktion unserer Somnium-Karten an und filmen ganz genau jeden einzelnen Schritt. So, liebe Freunde, wird ein Kartendeck hergestellt. Yep. Donut. Donut. Was geht? Keine Ahnung. Hey Klecks. Hey Klecks. Hey Klecks. Klecks. Stich doch hier. Anna Fahrbahn. Klecks. Heute mal kleiner im Rückspiegel. Der Olli. Matti Bergi 31. Liebe Freunde, willkommen in Cringe-Mobil. Hier wird gecringed und geawkwardet. Und geforscht. Das Ding ist, ich hab gedacht, das auch genannt oder Bricket. Ich weiß noch ganz genau, wo wir da morgen saßen am Frühstückstisch. Leute, Gedankenexperiment. Matti 31. So gut. So gut. Dann wie so eine awkward. Wie sie da schön in der Reihe steht. Willkommen bei Kardamundi. Ich habe schon großes Shit gesehen von Shindim, der lacht mit der Regalierkarte. Können wir jetzt aussteigen? Ich krieg Rückenschmerzen. Auf keinen Fall. Gib mal ein paar Phoenix-Karten oder ein Bicycle-Standard oder so. Haben wir ein paar Bikes dabei? Erstmal mein das Bicycle-T-Shirt von der Cardistry-Collar. Das wäre geil, ey. Der Olli Meme King. Wise. Wise. Wo ist denn jetzt hier der Garagenschuppen? Krasses Posen, habt ihr drauf, Jungs. Und dann ging es für uns auch schon ab in die Fabrik. Vielen Dank an Katamundi für die ganz ausführliche Tour. Katamundi ist ein Spielwarenhersteller aus Belgien, welcher im Jahr 1970 gegründet wurde und seitdem zahlreiche Brettspiele, Kartenspiele und vieles mehr produziert. Ihr kennt Sammlerkartenspiele wie Magic, Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon, Fußballsammelkarten, wurde alles schon von Katamundi hergestellt. Direkt am Eingang mussten wir uns Haarnetze überziehen, da in derselben Halle nicht nur Kartendecks, sondern auch Aktionsboxen für bestimmte Fastfood-Ketten hergestellt wurden. In diese Aktionsboxen kommen nachher natürlich Lebensmittel rein. Deshalb mussten wir natürlich gewisse Hygienevorschriften beachten. Das sind aus den Regalia-Karten, liebe Freunde, die Goldfolien, ja, dass ihr Bescheid wisst. Regalia von Shindim. Goldfolien, alles schön und gut, aber dazu kommen wir später erst. Wie entsteht jetzt so ein Kartenspiel, welches wir Zauberer oder auch Cardists von morgens bis abends in unseren Händen halten? Zunächst müssen die Karten gedruckt werden. Die fertigen Designs, wie beispielsweise bei unserem Somnium-Deck, die Vorder- sowie auch die Rückseiten, werden zunächst auf große Papierbögen gedruckt, auf Englisch Uncut Sheets. Dieser Drucker, den ihr hier gerade sehen könnt, kann bis zu 30.000 Kartendecks in einer Stunde produzieren. Das heißt, wenn er auf Höchstleistung läuft, dann werden die Somnium-Karten schon in einer halben Stunde fertig gedruckt. Alle Designs müssen im sogenannten CMYK-Format vorliegen. Ja, also Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz als Key-Color, deshalb K. Verschiedene Mischungen dieser vier Farben ergeben am Ende das Gesamtbild, also einzelne Farben wie Rot, Grün und so weiter. Je nachdem, zu welchen Prozentanteilen die Farben miteinander gemischt werden. Jede Farbe wird als einzelne Schicht auf den Papierbogen gedruckt, sodass am
Ende, wenn das Papier alle vier Zonen durchlaufen hat, das fertige Bild entsteht. Der gesamte Druck wird kameraüberwacht und ein schlauer Computer überprüft ganz genau, ob jede Karte in ihrer Position wirklich auf den Millimeter genau richtig sitzt und passend bedruckt ist. Wenn nicht, wird der Papierbogen als fehlerhaft aussortiert. Exakte Millimeterarbeit ist im gesamten Prozess unglaublich wichtig. Ihr werdet nachher auch sehen, warum. Außerdem muss der gesamte Produktionsprozess, Druck, Schnitt, Finish und so weiter bei einer sehr exakt eingestellten Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck stattfinden, weshalb das Klima in der gesamten Anlage strengstens überwacht wird. Nun haben wir also bedruckte Papierbögen. Aber das ist ja noch kein fertiges Kartenspiel. Die Bögen müssen zu einzelnen Karten zerschnitten werden. Dies passiert in mehreren Zwischenschritten in einigen verschiedenen Maschinen. So quer über die ganze Anlage verteilt diese gelben Streifen. Das sind Sensoren, die genau erkennen, wenn man beispielsweise mit seiner Hand zu nah an die Messer rankommt. Wird ein Sensor ausgelöst, wird die gesamte Maschine lahmgelegt, wodurch erstens die Sicherheit der Mitarbeiter gewährleistet wird und zweitens ein genaues Funktionieren der Maschinen, damit sich auch ja nichts verschiebt. So kann sicher gearbeitet werden. Je nach Kartentyp sind die Karten jetzt schon fertig. Wir Zauberer wollen die Karten aber jeden Tag für mehrere Stunden in der Hand halten. Was sollte also gewährleistet sein? Richtig, wir sollten uns an den scharfen Ecken und Kanten nicht schneiden können. Dafür ist diese Maschine hier da. Sie stößt mit großer Kraft ein Messer von oben in die Karten, welches die Ecken abschneidet und die Kanten abrundet. Dadurch fühlen sich die Karten gut in der Hand an. Je nach Kartentyp sind die Karten jetzt immer noch nicht fertig. Wenn man möchte, kann man die Karten nämlich noch mit echter Goldfolie versehen, damit sie schön im Licht glitzern. Dies gilt beispielsweise für die Regalia-Karten von Shinlim. So ist die Goldfolie auf der Rückseite mit Magnesium versehen. Diese Maschine erzeugt dann bei über 100 Grad Celsius eine Reaktion des Magnesiums auf der Karte, sodass die Goldfolie auf der anderen Seite unbeschadet auf der Karte haftet. Die überschüssige Goldfolie seht ihr hier als Abfall, welcher natürlich wieder aufgewertet wird. Okay, jetzt haben wir also ein Kartendeck gedruckt und ausgeschnitten. Auf was für einem Papier eigentlich? Die genaue Rezeptur und Zusammensetzung des Papiers kann ich natürlich nicht einfach öffentlich rausposaunen, aber so einige besondere Eigenschaften muss das Papier natürlich haben. Es braucht eine bestimmte Struktur und ein sogenanntes Finish. Bei diesem Finish handelt es sich um eine Art Lack, welcher zum Schluss auf das Papier gebracht wird, damit die Karten ihre Farben nicht verlieren und gegen Luftfeuchtigkeit und fettige Finger geschützt sind. Außerdem bekommt das Papier eine Leinenstruktur, mit der die Karten Halt bekommen, ja, also Grip, und nicht einfach nur spiegelglatt sind. Dies passiert in dieser Maschine hier. Wenn ihr genau hinseht, erkennt ihr durch den Dreck, den wir auf den Papierbogen geschmiert haben, die einzelnen Poren auf dem Papier. Könnt ihr sie erkennen? Schreibt mir in die Kommentare. Wenn nicht, schnappt euch mal eure eigenen Pokerkarten, haltet sie so ein bisschen ins Licht und ihr werdet sehen, alle Karten haben so ein gewisses Porenmuster. So, jetzt haben wir ein Kartenspiel hergestellt. Aber das war noch lange nicht alles. Unsere 56 Spielkarten müssen jetzt natürlich noch verpackt werden. Zunächst wird eine Schutzfolie um die Karten gewickelt, damit diese durch die Klimaveränderungen während des Transports keinen Schaden nehmen. Jedes Kartendeck durchläuft danach außerdem diesen Zwischenschritt hier. Unter diesem Fließband befindet sich eine Waage, die exakt misst, ob ein Deck wirklich alle Karten enthält, die es enthalten soll. Wurde beispielsweise durch einen fehlerhaften Zwischenschritt eine Karte verloren und das Deck enthält nur noch 55 und nicht 56 Karten, dann wird dieses Deck direkt aussortiert. Die in Folie gepackten Karten kommen dann natürlich noch in eine Deckschachtel. Auch dieser Prozess passiert vollautomatisch. Die Deckschachteln werden zunächst genauso auf große Papierbögen gedruckt und dann allerdings nicht in Streifen zerschnitten, sondern ausgestanzt. Von oben kommen also Messer und Stanzen in den Papierbogen hinein. Dabei gibt es zwei verschiedene Messersorten. Schärfere und längere Klingen, die außenrum die Deckschachteln komplett vom Papierbogen abtrennen, und auch stumpfere, kleinere Klingen, die innerhalb der Schachteln schon einmal die Falzen vorstanzen. An diesen Falzen kann dann eine Faltmaschine ganz problemlos die Deckschachteln automatisch zusammenfalten. Das Papier wird also angeschnitten. Problematisch ist dieser Prozess beispielsweise bei unseren Somnium Spezial Slide Boxen, ja? Diese müssen per Hand zusammengefaltet werden. Und auch um die fertigen Deckschachteln kommt abschließend eine Schutzfolie. Okay, wir haben jetzt also ein Kartendeck auf Papier gedruckt, in 56 Karten zerschnitten, die Karten mit einem Finish versehen, das fertige Deck mit Folie umwickelt, in eine Deckschachtel gepackt, auch diese Deckschachtel mit Folie umwickelt. Was jetzt? So lose kommen die Karten natürlich nicht bei euch an. Die fertigen Decks werden jetzt in Brickboxen abgepackt. Auch diese Brickboxen werden abschließend mit einer Schutzfolie umwickelt und in großen Paletten gelagert und transportiert. Diese Brickboxen gibt es bei unseren Somnium-Karten im komplett eigenen Somnium-Design. Ja, die sehen jetzt nicht so aus wie Pappkartons hier in diesem Fall. Und jetzt sind die Karten fertig, werden von Kartamundi so zu uns geliefert und wir gehen die Bestellungen ganz genau durch und versenden eure Karten an euch. Das Ganze passiert
Ende April bzw. spätestens Anfang Mai. Noch eine kleine Besonderheit. Ich hatte euch ja anfangs von Sammelkarten erzählt, ja, wie Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh! Und so weiter. Bei diesen muss ja sichergestellt werden, dass seltene Karten nur in geringen Mengen vorkommen und weniger seltene Karten aber häufiger. Dazu ist diese Maschine hier da. Sie sortiert die Karten so, dass nach einem bestimmten Algorithmus jedes Päckchen, das man am Ende kauft, immer eine andere Mischung unterschiedlicher Karten enthält. Ihr seht also eine Sortierung. Hier ganz nah bei mir sind die häufigen Karten und je weiter entfernt von mir ein Stapel ist, desto seltener sind die Karten und diese werden in unterschiedlichen Mischverhältnissen miteinander vermengt. Und so, liebe Freunde, entsteht jedes Somnium-Deck, jedes Copac-Deck, jedes Kartenspiel, das Katamundi herstellt. Es gibt einige Updates zum Thema Somnium. Ihr seht schon meine stylische Somnium-Mütze. Genauso haben wir auch Beanies besticken lassen, also Wintermützen, T-Shirts und weitere Hoodies. All diese Updates gibt es, wenn unser Shop wieder neu aufmacht. Wann passiert das? Im Mai. Wir gehen davon aus, dass spätestens Mitte Mai jedes einzelne Somnium-Deck und jeder einzelne Hoodie, den ihr vorbestellt habt, an euch verschickt wurde, alle Bestellungen fertig bearbeitet sind und wir dann den Shop neu aufmachen können und neue Bestellungen entgegennehmen können. Tut uns leid, dass ihr da noch ein bisschen geduldig sein müsst, liebe Freunde. Ihr seht ja jetzt, wie aufwendig diese Produktion ist. Katamundi bekommt zigtausende Aufträge am Tag. Die gesamte Produktion muss also so geplant werden, dass am Ende eines Monats alles fertiggestellt wurde. Unsere Karten befinden sich gerade im Druck. Es wird bald geschnitten und gefaltet, was das Zeug hält. Und Ende April wird das Ganze an uns verschickt. Wir brauchen dann natürlich auch nochmal etwas Zeit, um die Bestellungen zu bearbeiten, versandbereit zu machen. Und dann geht das Ganze Ende April, spätestens Anfang Mai, direkt los zu euch. Dankeschön, liebe Freunde, für eure Geduld. Dankeschön für euren Support. Dankeschön fürs Anschauen dieses Videos. Danke für eure unglaublichen Reaktionen zum gestrigen Video. Wenn ihr Copac 310 Karten gewinnen möchtet, dann schaut doch einfach beim gestrigen Video vorbei. Mein 150.000 Abonnenten-Special. Vielen, vielen, vielen Dank noch einmal für so viele Follower, die sich Woche für Woche meinen Schrott hier angucken und die immer noch nicht genervt sind von meiner Craziness. Dab. Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, vielen, vielen, vielen Dank. Vergesst nicht, das Video mit dem Daumen nach oben zu bewerten und gerne mit euren Freunden zu teilen. Bei denen ihr wisst, die könnte es auf jeden Fall interessieren, wie so ein Kartendeck entsteht. Ich meine, es geht hier nicht nur um Zauberer. Es betrifft genauso Sammelkarten, die jeder von uns schon mal in der Hand gehalten hat oder schon mal gekauft hat. Und wenn es euch interessiert, wie werden eigentlich so Pokémon-Karten gedruckt, teilt dieses Video doch gerne mit euren Freunden. Dankeschön für euren Support. Matti31 over and out. Dankeschön für die ganzen lieben Geburtstagswünsche. Letztens am 31. bis Mittwoch um 14 Uhr. Euer Matti und ciao.